Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge ich bin schon wieder in der alten Ding drinnen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Daybreak Playthrough. Meine lieben Freunde, darf ich euch unser neues Team vorstellen? Diesen Satz habe ich actually so lange nicht mehr gesagt. Aber darf ich euch unser neues Team vorstellen? Kukaru, gleich geblieben, brauchen wir nicht drüber reden. So, meine lieben Freunde, wir haben jetzt fucking Moxie Salamence mit dem Team. Mit einem mehr oder weniger miesen Wesen. Nichtsdestotrotz, trotzdem mit ziemlich insane Move, mit einem ziemlich insane Move-Pool, mit Dragon Claw, Fly, Protect und Crunch, was ich ziemlich cool finde, weil ich habe noch nie einen Brutalander besessen und basically ist jetzt Lucky quasi unser Brutalander geworden und ja, ich habe noch nie einen Brutalander besessen, war immer so der Garchomp-Mensch, deswegen habe ich mir gedacht, okay, nehmen wir sich jetzt einmal einen anderen Ding mit ins Team, so. Dann haben wir noch Woodhammer, Blizzard und Ice Shard, fucking Aaron. Mit Obama-Side, das heißt, wir haben jetzt auch endlich ein spezielles Pokémon in unserem Team mit einer Spedef, mit einem Spezetech-Wesen, was gut ist für Blizzard, wenn ich ehrlich bin, was aber nicht gut ist für Woodhammer. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt ein fucking Mega-Pokémon mit dem Team. So, Paddy ist gleich geblieben. Tim ist jetzt auch wieder back in the team. Und mit Earthquake, Cut und Rock Slide, I guess, ist es vollkommen okay. Und unser letztes Pokémon, was ich noch mitgegeben habe, ist unser Ralph. Mit einem Okay-Wesen, aber dieses Teil hat Shell Armor, das heißt, wir können nicht gekrittet werden, was richtig insane ist. Mit Freezing Water, Sheer Cold und Hydropumpe. Ja, vielleicht kriege ich noch einen Ice Beam auf dem Teil drauf. Wäre auf jeden Fall nice. Ich weiß gerade gar nicht, habe ich einen Ice Beam? Ich glaube, Ice Beam ist TM16, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 14? Ne, 14 war Ding. Okay. I guess kein Ice Beam für Lapras. Aber nichtsdestotrotz können wir Surfer lernen. Weil Surfer ist Surf-Ralph auf jeden Fall besser als Hydropumpe. Hat genau dieselbe Stärke, also hat weniger Stärke, aber kann dafür nicht missen. So, und wir könnten maybe... Ich hätte gern Recover auf Ding drauf gehabt, wenn ich ehrlich bin. Aber... Ja, man kann ja nicht alles haben. So, gut, ich glaube, das war's jetzt. Sonst wüsste ich nichts, was ich noch lernen könnte. Wir könnten einen Energy Ball auf Ding draufpacken, auf Rexblizzer, aber nichtsdestotrotz glaube ich... Dass mit einer Mega-Evolution auch ein Woodhammer ziemlich insane ist, auch wenn wir dann ziemlich viel Backslash bekommen würden. Ja, sonst glaube ich, war es das dann, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, passt, sehr gut. Das ist unser neues Team. Mit diesem neuen Team wollen wir quasi ein bisschen durchgehen, ein bisschen anderen Leuten die Chance geben, in unser Team zu kommen. Vor allem Leute, die schon ziemlich viel... Ja, übrigens, es gibt Alolan Ninetales. Ich habe es auch mitbekommen. Vor allem Typen, die basically sehr oft kommentieren, aber trotzdem nicht in unserem Team waren, möchte ich damit ein bisschen die Ehre erweisen. Ich hoffe, es freut euch an alle, die es quasi jetzt geschafft haben mit ins Team. Ich habe geschaut, dass, wie gesagt, die letzten, die kommentiert haben, sich irgendwie reinmogeln oder so in die Richtung. Das wollte ich eigentlich nicht machen, sondern Repels wollte ich eigentlich machen. Genau, Max Repel. So, und jetzt müssen wir eigentlich basically wieder da zurückgehen, wo wir letztens gegangen sind. Das heißt, hier rauf, wenn mich nicht alles täuscht. Fightet, glaube ich, haben wir eh schon jeden Trainer. Genau, hier war der Switch, glaube ich. Hier war der komische Switch. Dann habe ich hier runter müssen. So, und hier oben waren basically dann Eliza oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. The stairs are open, you should go scout ahead for a hideout. I will stand guard if any grunts come strolling from behind like the first battle. Okay. Gut, das heißt quasi great worker and this stays open. Let us proceed, you can take the lead here. Okay, das heißt, wir haben jetzt quasi ein paar Doppelkämpfe. Und Squad Zero ist so quasi die nächste Main Quest, die wir abschließen müssen, was ich cool finde. Finde ich gut. So, Repels haben wir drinnen, Hidden Base. Wäre in der Nuzlocke noch einen weiteren Counter, aber wie gesagt, den Nuzlocke-Gedanken haben wir ja nach der dritten Folge abgelegt. Stwambo. You can see a large well. Approach slowly along that tree line in front of us. Looks like there's no one watching. I can see
A keypad by that entrance, I'm going to mess with it. In the meantime, find another way, just in case. Okay, passt. Das heißt, wir müssen, der ist jetzt quasi, und wir, der ist jetzt quasi hier am Haupteingang tätig und wir müssen jetzt quasi einen anderen Eingang finden. Und lass mich raten, der ist hier hinten irgendwo. Wahrscheinlich gibt es hier gleich einen Secret-Eingang, wenn mich nicht alles täuscht. So, hier kommen wir nicht weiter. Gibt es hier ein Item? Schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus. Ah, hier gibt es zum Beispiel noch eine Wall, die wir erklimmen könnten. This wall is crumbling and appears to be breakable. Would you like to use Rock Smash? Yes. Sehr gut. Natürlich kriegt ihr das nicht gebacken mit dem Keyword, so. What about me? Well, we didn't really grab a uniform for you, but if you come in, it's completely on you. I can't protect you in here. Fine, I'll stay out here until the coast is clear. Okay, take this lava cookie, I keep him. One for my Pokémon, but it should warm you up while you wait. If you clear things up, you can reach the inspiration. Okay, das heißt, wir müssen jetzt quasi Squad Zero. Gott, schau ich schier aus mit dieser Uniform. Da war ja die Team Plasma Uniform noch besser. Don't get into any trouble. Okay. The door is locked. Ah, hier gibt's ein Item. Nice, jetzt stehlen wir jetzt quasi beide. Hey, I've sensed your face. Did Eliza just hire you? You nod your head. Go welcome aboard. Make sure you get your sleep area sorted. Make sure to keep your belongings locked. Okay, weil wenn die Belongings nicht locked sind, dann können wir da einfach einbrechen und das stehlen. So, wir rauben jetzt komplett Squad Zero Hideout aus. A key is needed to unlock it. Okay. Okay, wir schauen nochmal herum. Wir dürfen nicht unbedingt auffallen. Ja, wir gehen nochmal für einen Max Repel. Ist, glaube ich, nicht so nötig, einen Max Repel, aber ist okay. Ah, ich hab's gewusst. Ah, never mind. Ja, called it. I can see fine, Marcus. It's just dark in there. John, cut the bullshit, will ya? You need glasses. End of discussion. Okay, der kann irgendwie anscheinend nicht mehr sehen. Hab ich gewusst, dass Dante ein mieser Mensch ist? Ja, weiß ich. It's key. Maybe there's a door around this unlocks. Ah, okay. Und jetzt können wir basically hier rein. Okay, gut. Communication station. The lights are off and the door is locked. Okay, das heißt, hier können wir nicht rein. Das heißt, wir müssen hier quasi da rein. This is the dorm to the grand rooms. Ist der Key Dante dropped? Ja, wir benutzen den Schlüssel, den Dante verloren hat. So, quasi, hier sind ein paar Grunts. Weiß ich nicht, ob wir die fighten müssen. Ich glaube nicht. Book for the log main... For the lodge maintenance. Okay, was müssen wir hier machen? Das ist aber cool, dass wir quasi in die Uniform schlüpfen können und quasi hier infiltrieren können. Finde ich lustig. You know, I'm pretty sure Gas is a sociopath. This was not kind of experience I was led to believe I would have. Okay, komischerweise, also irgendwie, die reden gerade über ihre eigenen Leader, der ein Soziopath ist. Nobody cleans this damn appliance, it's revolting. Und anscheinend kümmert sich auch keiner hier, dass hier irgendwas sauber gemacht wird. The log, it seems Grunts have to check in at night. Okay, das heißt, irgendwer muss hier überprüfen in der Nacht. Oh, there should be an empty bed in the back left room. Oh, müssen wir jetzt... Bed is using by someone else. Okay, wir können hier quasi resten. Sehr gut. Aber was bringt mir das? Ist es jetzt Nacht draußen? Okay, die Betten kann ich nicht anklicken. Ist es jetzt basically Nacht draußen? Nee, Hidden Base. Make sure you get your sleeping area sorted and make sure to keep your belongings locked. Ist okay. I mean, hier haben wir schon gestohlen. Hier ist es locked.
Aber wo müssen wir jetzt hin? Das ist die Frage. Ich habe jetzt quasi geschlafen, das heißt, wir wissen, wo wir uns heilen könnten. Hier können wir auch nicht hin. Komisch. Müssen wir jetzt basically wieder Dante finden, oder? Hier ist locked. Müssen jetzt wieder wir raus? Okay, sehr gut. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wir haben auf jeden Fall hier so den Grunts rein müssen. It's a logbook for lodge maintenance. It's a log. It seems Grunt have to check in at night. Okay, but what am I supposed to do? There should be an empty bed in the back left room. Ja, aber... Muss ich da irgendwie meine Sachen abgeben? This drawer is open. Looks like someone left a keycard inside. Okay, gut. Das heißt, wir haben eine Keycard. Das bedeutet, wir können jetzt quasi... Where did Looker get off to? It's possible he got into the base before it did. I should hurry. Okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt basically die Keycard gefunden. Let's go. Hold it! We've seen you come through here a few times. Presumably Liza hired someone new. We asked. No, she did not. Your impersonator, a spy, you're coming with us. Natürlich fliegen wir jetzt instant auf und werden into jail gehauen. Natürlich. Stuck wonder where Luca went them. Ah, Dante. I knew it was you earlier. Where did you get those SWAT Zero uniforms anyway? Gabriel, Dante, you schmuck, get me the hell out of this cell. Okay, der Gabriel, das hat er dem Gabriel gefunden. Sehr toll. I mean, es war ja obvious, aber ist okay. Dante, du Idiot, jetzt lass mich endlich hier raus. Gabriel, I thought you that way. I know that was not an ideal thing, but are you telling me he caught you? Well, I was trying to buy some time so I could use fly, but then he sent out his Swampert. It's just so fast. We battled and I lost. So yeah, hey Wambo, I was assigned to you, Professor Blake. At first I was just playing the part, but having you as a real rival has been amazing. The case revolved around media red and we needed information for the machine mostly. But eventually they figured some stuff out without me. Slowly it became less useful and they treated me like I didn't exist. Decided to bring you with me to that island because I knew Carrasco was going and given where it was, I figured I could get some payback in battle with you. But you teleported the well, I didn't. Carrasco came back and I had to go with him and update him. Oh, you overheard him that he knew I would follow him anyway? Well, shit. I guess it's better the way it went. Funny enough, your friend here found me while I was talking to Carrasco. My heart sank when he approached us and then Carrasco went after him. I felt really bad leaving you there, but I have this job because of who I am and I only started to realize I can't wish I was more like you, really. So, hat er jetzt irgendwie einen Change of Hearts? Das heißt, er redet ja quasi über die ganze Szene, wo wir in diese City hinaufgeteleportet worden sind und so weiter und so fort. Und dass er quasi hier Squad Zero hat, aber dann irgendwie nicht mehr und keine Ahnung. So, look, I can take on my bosses, but if I can do only one thing, I'm just gonna... Whispering, your stuff is in a room on the first floor. Also that works for Gabriel's cell too. Der hat wirklich einen Change of Heart. Finally, you'll be the total nerd has passed off. You made a friend of the enemy. It should stick on the it's your diploma or something, but I guess I'm gonna need your help one more time. When they brought me in, I noticed a swarm of guards all over the first floor doing patrolling and stuff. I feel like if we can both try to go, we might get caught. Better just one person at a time. Our stuff is somewhere up there, so if you can find it, we can take team with you afterwards. Good luck, don't get caught, I'll be safe right here. Okay. Folgendes. Das bedeutet, Dante hat irgendwie einen Change of Heart gehabt und war bei Squad Zero, aber hat dann quasi mich als Freund gewonnen und hat unsere Rivalität genossen. Deswegen hat er jetzt basically einen Change of Heart und ist jetzt wieder ein good guy. Habe ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. So, und jetzt muss ich hier irgendwie herumschleichen.
Jails. Jetzt muss ich hier basically irgendwie herumschleichen ohne... ohne irgendwie... Okay, das heißt, ich muss jetzt hier quasi herumschleichen, ohne von denen entdeckt zu werden. Ah, fucking hell, Alter. Okay, dann probieren wir es mal rauf zum Gehen, oder? Hä? Lol, das wird jetzt richtig schwierig. Okay, der schaut immer rechts runter rauf. Nein, fuck. Ah, das wird doch eine richtig schwere Partie, glaube ich. Der schaut immer rechts rüber und runter. Ah, fucking hell. So, der schaut immer rauf. Oh, der schaut in alle Richtungen. God damn it. Okay, der schaut nur darüber, das heißt, das wird nix. Das wird auch nix. Wollte gerade sagen, schaut der nur rauf. Okay, also runter ist gerade eine richtig schwere Mission. Fucking hell, Alter. Okay, das wird jetzt eine Weile dauern, meine lieben Freunde. Der schaut wirklich noch zurück. Ich krieg einen Zug aus. Ich krieg einen Zug aus, Alter. Da fuck ist das. Alter, ich darf nicht. Oh Gott. Was? Hä? Hä? Warum? Warum? In welche Ding muss ich? Wohin muss ich? Oh. Was für ein Pattern hat der? Beziehungsweise was für ein Pattern? Es gibt nämlich bei jedem Grunt einen Blindspot. Den habe ich jetzt schon bekommen. Aber wo, in welcher, wer, was ist bei dem der Blindspot? Der Blindspot bei dem ist... da drüben. Okay, da kann ich nicht rein. Da gibt es eine Tür. Okay, was ist das Pattern von dem? God fucking dammit. Beziehungsweise, was ist das Pattern von dem? Ich muss jetzt da durchrennen. Wo sind das bitte meine Sachen? Please. Oh, Jesus Christ, Alter. Ich bin durch. Gott, das hat jetzt für... ich habe rausfinden müssen, dass quasi jeder Grunt so einen eigenen Blindspot hat oder so in die Richtung. Ihr habt das jetzt eh... Den letzten Run habt ihr jetzt eh gesehen. So, I heard on the loudspeakers that the Grunts had to group up, so I took my chance. Looks like we found our stuff. Awesome. So let's get going then. I'm Shell. Going to look around for the way up to the mountain. Okay, das heißt, wir müssen jetzt an irgendeinen Mountain. God damn it. Grunts all cleared out and went this way. I figured it was a good time. Dante helped you both escape? Interesting, but where did Gabriel go now? He's ventured on his own again. This stupid boy. He's going to absolutely hear it from me. I'm going after him. So, das heißt, wir müssen jetzt auf irgendeinen Berg rauf. Und ich habe meine Running Shoes, Alter.
Fucking finally. So, will it work? Arceus should show up. Na, oh Gott, jetzt wollen die wirklich den Gott aller Pokémon. Ach, lol. Should, yeah. I mean, minus the issue of not having the flute, which is a pretty big issue, though I'm sure it can't handle our pre-prepared onslaught. No, sweet. Our man reported an intruder. I'm betting that's the kid, so even less problems for now. We probably have the flute with them. For now, we'll consider it a present. We'll have to have them brought up when time is right. Right then, let's head up. Okay. Das heißt, die wollen quasi Arceus beschwören. Und da wir ja diese Azor-Flut haben, können sie das halt nicht ohne uns. Das heißt, die sind basically froh, dass wir jetzt quasi in deren Hideout sind, weil ohne unsere Flöte können wir das Teil nicht machen. Okay. I know I should have a little more attention in the technological training. Well, I can't cancel the signal. At least try to alter it. Hopefully anything except Arceus. Though, who knows what interdimensional being I might accidentally summon instead. Okay, das heißt, wir haben jetzt basically, er hat jetzt quasi basically Arceus davon gestoppt, zu aufzukreuzen, aber er hat das ganze Signal jetzt nur umleiten können, der Luca, und nicht abwenden können. Das bedeutet, jetzt ist halt irgendein anderes interdimensionales Wesen, was Luca heraufbeschwört. Und lass mich raten, dreimal ist es wahrscheinlich dieser Hooper. Also würde mich wahrscheinlich nicht wundern, wenn es Hooper ist. Oh Gott, Dante. Well, what is it? What happens up there is completely dependent on your abilities. I just don't have the courage to do it, but I can do is test you. So, Wambo, get ready. I have to make sure you can handle it yourself. I'm just going to compete to let you have it. Easy. On guard. Natürlich. Jetzt, Hauptsache Change, ich hoffe, du healst mich danach, Alter, weil sonst bin ich pissed as fuck. So, da kommt eine Earthquake. Rapian ist halt Unlichtgift und Unlichtgift ist so ein Kack-Ding. Das heißt, das Einzige, was Unlichtgift hauen würde... Oh lol, Schuhe geht für einen Poison Jab. Ja, fuck you, Alter, ist ein Earthquake. Oh lol. Ich wollte gerade sagen, Drapion ist schneller als ich. Goddammit, ich vergesse immer, wie insane schnell Drapion eigentlich ist. So, wir könnten zu Ralph gehen, weil das Salamence tut... Oh, really? Fucking Mega Salamence. Und ich habe vergessen, dem Teil. Und Sheer Code funktioniert jetzt nicht. Goddammit. Wir könnten einen Intimidate reinhauen. Maybe. Well, I guess. So viel zu dem Thema. Ja, I mean, es ist okay, wenn ich ehrlich bin. Wir haben den Intimidate drinnen. So, jetzt haben wir eine Snow Warning Ability. Nee, das wollte ich nicht. Jetzt muss ich was sacken. Fuck. Wie hau ich die Mega-Evolution rein? Okay, Leute, ich muss dann schon wichtig Mega-Evolution reinhauen, weil sonst, das wird sonst nichts. So, können wir jetzt bitte drüber reden? Auf was für einen Ding ich die Mega gelegt habe? Wir können auf jeden Fall für eine Eisstadt gehen, um zu slowen. Nur, trotzdem würde mich interessieren, auf was ich die fucking Mega gelegt habe. Goddammit. Ja,
Ja, natürlich verlieren wir jetzt dieses. Ja, natürlich verlieren wir jetzt diesen Fight, weil ich nicht weiß, welcher Ding die Mega ist bei mir. Sehr geil. Dragonclaw ist nicht Ding. Alter, Moonblast ist nicht. Er ist natürlich schneller als ich. God fucking dammit. Und natürlich verliere ich jetzt dieses Kack-Ding, nur weil ich nicht weiß, wo die Mega, meine Mega-Evolution ist. So. Egal, wir gehen für eine Max-Revive. Wir haben noch einen zweiten Max-Revive. So, gehen für Aaron. Ice Beam sollte man eigentlich tanken. Let's go. So, wollen wir für einen Ingrain gehen? Hä? Okay, Leute, es tut mir leid, aber ich weiß nicht, auf was für ein Ding. Ich drück Z. Ich glaube, ich habe halt irgendwas an die Ding umgedreht und. Oh, Mirror Code. Nice. Aber Mirror Code ist ja eigentlich eh für Spezielles, oder? Hä? Es tut mir so leid, aber das ist gerade der ärgste Fail, den ich habe. Ich drücke jetzt jede Taste gerade im Moment. Aber ich kann es auch nicht mit Ding auswählen. Der Woodhammer killt trotzdem, aber trotzdem. Könnte für einen Blizzard gehen, weil ich wenigstens. Oh fuck, natürlich. Weil ich weiß, dass Woodhammer dann. Oh, wir sind frozen solid, nice. Das heißt, ich krieg ein bisschen Ingrain Healing. Geh mal für eine Ice Shard. Nice, insane. So, gut, dass ich immer noch nicht weiß, wo meine fucking Mega Evolution ist. So, Crocodile. I guess Aaron macht das trotzdem? Easy. So, und jetzt schaue ich dann, bevor wir in die nächste Folge gehen, wo meine fucking Mega-Evolution geht. Hey no, don't you let the circumstances fool you. You have aren't actually as good as me. Okay. Der arbeitet für Squad Zero. Trappt mich und Gabriel in einem fucking Gefängnis. Hilft mir dann beim Entkommen. Und jetzt gibt er noch an, dass ich immer noch nicht so gut bin wie er, aber er nicht die Balls hat, sein eigenes Team aufzuhalten. Und your friend passed by and told him to wait by the computer in the hallway, right? And just gone take the elevator down. Good luck. Fuck you, mein Freund. Ganz ehrlich, so. Ja, aber registered F5. Ich habe doch Page Up und Page Down, sehe ich gerade. Ja, aber wie benutze ich die fucking Mega-Evolution? Egal, Leute, das schaue ich nach in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, auch wenn ich ein bisschen verwirrt bin, dann Daumen nach oben, Kommentar schreiben, Daumen hoch für den Fail. Und wir sehen uns in der nächsten Folge der Pokémon Daybreak, des Pokémon Daybreak Playthroughs, so wieder, wenn wir Squad Zero fertig machen. Also, bis zur nächsten Folge mit eurem Wambo. Bye, bye.